Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Age of Empires. Wieder mit dem guten Herr Ledder. Das sind wir wieder, diesmal mit stärkeren Gegnern, soweit ich gehört habe. Genau, der Schwierigkeitsgrad haben wir diesmal auch schwierig erhöht, damit wir einfach mal eine kleine Herausforderung haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Lass 3, mal's 2, knacke. 1. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Ja, es funktioniert. Cool, das sind wir. Okay, gleich mal Erkundungstrupp, los! Du läufst mal hier lang, du läufst mal hier lang und du läufst mal hier lang. Ich glaube, das ist die schnellste Art zu erkunden. Oh, ich habe Wasser um mich rum. Ah, diesmal bist du nicht in der Ecke. Ah, ich bin diesmal. Oh, scheiße, ich bin nicht in der Ecke. Nicht 100% in der Ecke. Ja, ich lasse hier erstmal ein bisschen rumlaufen. Aber ich bin ein bisschen von Wasser umzingelt. Ich glaube, ich bin auf so einer Insel. Ach, wie cool. Wäre auch möglich. Was spielen wir diesmal? Ich spiele Yamato, die Pötzier. Okay, mit denen habe ich tatsächlich noch nie gespielt, mit der Fraktion. Ich bin Gut, der gespannt. Kerle. Ah, Phönizier bin ich. So, ich lasse schon mal den ersten Holz abbauen und den ersten Nahrung abbauen. Und der gute Freund baut hier hinten gleich mal eine Lagergrube hin. Ja, dieses Mal müssen wir flotter sein. Also Mit ich habe allem. gleich Holz und Nahrung, das ist das Gute. Ich habe gleich Holz und Nahrung. Ja, Ich ich bild habe. gleich mal. Ja, ich habe auch Nahrung. Holz brauche ich wieder. Aber diesmal haben wir ja direkt eine schönere Karte. Das ist echt eine gute Sache gerade. Das ist echt super, dass es schon mal so losgeht. Ja, das bei in der letzten Runde war schon ja, eine Herausforderung, dass wir gar keine Ressourcen am Anfang irgendwo hatten um uns herum, dass wir uns ausbreiten können. So, der baut hier erstmal so ein Wohnviertel Komm. hin. Ja, ich versuche jetzt gleich mal rein zu starten. Ich versuche jetzt ein bisschen mit Geschwindigkeit zu an. Ich weiß aber, worauf es ankommt. Ja, dieses Mal wird es auf jeden Fall knackiger. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich muss erstmal Häuser bauen gleich. Das ist wichtig. Häuser und Holz. Häuser und Holz. Zwei Leute sind am Holzfällen, einer ist am Bauen. Das ist super. Ah, ich habe den Oh. Kornspeicher blöd gesetzt. Sehr blöd sogar. Finde schade, dass die nicht so eine Art Warteschleife haben, die Guten. Dass zum Beispiel der jetzt das Haus baut und danach den Kornspeicher etc. Weißt du, ich meine, so automatisch. Das gibt's in den neueren Teilen. Da kannst du dann einfach mit Umschalt, wenn du mehrere Gebäude baust, denen auch sagen, hey, hier, darauf kommt's an. Und dann Das, machst das, du das, eine das. Warteschleife. Ah, wie cool. Das kommt aber Eben. natürlich auch noch demnächst, dass wir mal den zweiten Teil spielen und dann den dritten, dann den vierten. Ja, dann müsste ich mir nur noch kaufen, aber das ist ja kein Problem. Das geht ja ratzfatz. In der heutigen Zeit, ja, früher musste man noch in den Laden fahren. Wenn ich mal überlege, ich hatte ja früher so eine Bambusleitung. Ich glaube, das war eine 2K-Leitung oder so. Hab ich an sich ja immer noch. Ich mache ja alles übers Handy deswegen. Weil übers Handy Ah. mit tatsächlich Freenet habe ich eine 200.000er Leitung. Ja, das Ansonsten ist könnte ich gar okay. keine Videos hochladen. Das ist solide mit so 200.000, ja. Ja, bei mir war es ja so, ich habe ewig, ewig am Hadern gehabt und jetzt habe ich ja endlich durch Vodafone meine 1 Gigabit-Leitung. Die ist ganz geil. Also die ist wirklich, schmeckt. Gigabit hätte ich auch gerne zu Hause. Ja, das ist eine geile Sache. So, kann ich schon wieder Leute ausbilden. Ich sollte eigentlich schnell in eine andere Zeit kommen. Ja, das ist wichtig. Ich brauche aber eine Lagergrube für Holz. Ich brauche mehr Holzfäller. Ich brauche erstmal einen Kornspeicher, damit die nicht mehr 10 Jahre laufen müssen. Ich brauche. Ja, ich habe jetzt schon Probleme hier. Der Kornspeicher falsch gesetzt, weil ich es nicht gesehen habe. Oh je, wo sind wir denn hier heute? Jetzt haben wir auch noch schwierige Gegner und dann mache ich so Leichtsinnsfehler. Ja, das geht bei mir eigentlich, denke ich, voran. Ich guck mal kurz, wie du stehst. Gut, du bist auch nicht viel weiter als ich, ne?
Nee. Ja. Mir fehlen Häuser. Es geht halt nur in einem gewissen Tempo. Hier habe ich einen rumstehenden. Der baut gleich nochmal ein Haus dahinter. Gut, ich habe jetzt so 4 Häuser habe ich. Das sollte ja erstmal fürs Erste ausreichen. Ja, ich habe bisher 3 Häuser. So, der sammelt nochmal Futter. Das ist am Anfang immer ein guter Zwiespalt, ob ich jetzt Futter hole oder Holz, weißt du, ich meine. Hm. Ja. Gut, ich mache noch so einen guten Mix. Also ich habe jetzt 3 Leute beim Holz und 4 Leute beim Futter gerade. Ich habe 4 Leute beim Holz und 7 beim Futter. Oh, ich bin so ein Trottel. Ich habe eine Lagergrube gebaut anstatt einen Kornspeicher. Oh, nee. Ah, gut. Ja. Leistungsfehler passieren. Ist mir auch passiert. Damit. Ich wollte. Ah, jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Holz für den Kornspeicher. Na gut. Ja, und ich habe meinen Kornspeicher falsch gesetzt, sodass der mir nicht viel bringt. Siehst du, da so beide. So beide so ein bisschen daneben gewesen. Ja. Ah, ist halt auch mal drin. Gut, die hacken meine fleißigen Holzfäller, schaut sich an mit ihren stählernen Muskeln. Hacken den Wald ab. Ja, tatsächlich habe ich kann ich sogar einen Hafen bauen. Nee, ich bestimmt auch, also wenn ich so mich rumschaue. Gut, der eine. Häuser kosten nur 30, eine Kaserne kostet schon wieder 125. Ihr seid hier Holz. Unfleißig. Dringend Holz. Jetzt habe ich einen Kernspeicher, jetzt geht der auch erstmal ein bisschen abdringen. Ich brauche neue Leute. Holz geht voran. Ich schicke da aber gleich nochmal 2 Leute hin. Ich schau mal bestimmt bei dir vorbei, ich will mich ungefähr auf deinem Tempo halten. Oh, du hast aber gut welche beim Bären pflücken, hä? 8 Stück. Aber wir sind es 5 beim Bären pflücken. Jetzt 6. Wir wollen ja in die nächste Zeit kommen. Ah, das ist wichtig. Der nächste geht nochmal zum Holz, dann habe ich 5 beim Holz und 6 beim Bären pflücken. So, dann Kaserne. Fischerboot. So, ein bisschen was. Ah, du kannst auch Fischerboote. Ja, stimmt. Klar. Ich sollte einen Hafen bauen, glaube ich. Ah, der ist wichtig. Gegner schon in der nächsten Zeit. Boah, die sind schnell. Ah, deswegen sind es auch schwierige Gegner. So, ich baue hier unten mal einen Hafen hin. Und den guten Jungen schick mal einfach nochmal zum Bären pflücken. Ich bräuchte für die erste Zeit 500, ne? Genau. Ich muss gerade gucken, ich brauche Holz in Massen, aber ich komme nicht voran. Aber im Holz geht's eigentlich gerade. Ich könnte mal meine Map auch ein bisschen weiter erkunden, aber ich muss hier gerade ein bisschen in meinem kleinen Bereich arbeiten. Ich muss jetzt kurz alle zum Holz schicken. Ich hoffe, dass wir Inseln haben und der Gegner mit Schiffen kommen muss. Oh, das wäre geil so. Aber ich bin schon mal von Wasser umgeben, auf jeden Fall. Junge, braucht der lange, um den Hafen zu bauen. Jetzt. So, gleich mal ein Fischerboot herstellen oder 2 am besten, oder? Ich habe 3 gebaut. Ja, machen wir auch ein drittes, komm. Ist ja egal. Dann bauen wir noch eine Kaserne auf. Gut, die Kaserne und so weiter. Ich würde ganz gern erstmal hier hochlaufen. Bisschen meine Umgebung, meine. Bisschen mehr Holz. Was ist denn mein Holz? Ich habe jetzt 14 Leute am Holz hacken. Und es kommt nichts rein, gefühlt. Macht das Fischerboot automatisch Nahrung? Nee, du musst Fische finden. Ah, wunderbar, dann habe ich hier schon mal die ersten. Gut, und jetzt stellt's Nahrung her, sobald es da draußen steht, ne?
Genau. Ja, ich muss hier schon meine Map ein bisschen weiter erkunden. Okay, perfekt. Jetzt baue ich hier mal meine Kaserne hin. Ich will die Militärgebäude alle ein bisschen abseits von meinen Wohngebäuden, weißt du? Ja, klar. Okay, Fischerboote sind bereit. Okay, das ist so eine Art Fluss. Also ich kann nicht auf die andere Uferseite. Da scheint schon wieder Land. Kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen gerade. Können diese Fischerdinger auch leer gefischt sein? Ja, wenn du drauf drückst auf den Fischer. Ja, Spot, dann siehst du das. Ah, hier geht's zum quasi Meer über. Komm, jetzt hier, zack. So, mehr Holz. Das ist eine interessante Insel, ne? Ah, der muss erst zurückfahren immer dann, ne? Es kommt drauf an, okay. Wo er hinfahren kann und wo nicht. Ich meine zum Hafen, ne? Fischwal kann als Nahrung gefangen werden. Ja. Oha. Oha. Ist einfach auch bloß ein Fischerspot, der halt ein bisschen größer ist. Kommt da gerade ein Handelsboot von dir, ne? Ja. So, wo sind wir denn? Ich kann in die nächste Zeit aussteigen, das ist gut. Das ist sehr gut. Du bist auch schon dabei, ne? Ich bin schon in der nächsten Zeit. Oh, ich bin der Letzte wieder. Ich vergesse das immer, ne, dass ich das kann. Bräuchte das. Oh, ich brauche Rohstoffe. Das kann ich abreißen. Das habe ich falsch gebaut. Ich muss hier mal einen losschicken. Bisschen die Gegend erkunden, ne? Ja, ich brauche mehr Nahrung, ich brauche mehr Holz, ich brauche alles. Ich brauche Gold und Stein langsam. So, Gold. Dann machen wir hier oben noch eine Lage für Stein. Läuft mir da ein Löwe hinterher. Den kannst du umbringen. Ich habe keine. Oh, ich brauche mehr Häuser. Boah, da hat der Löwe gerade so geschafft. Komm, Forschungen. Gut, ich habe 7 unbeschäftigte Arbeiter. Leute, schaffen doch. Ja, ich habe 0 Unbeschäftigte, aber ich habe auch keine Häuser mehr frei. Ah ja, jetzt. Ich muss auf die nächste Zeit warten. Dann kann ich ein paar Bauernhöfe bauen. Dafür sind die 7 jetzt da als nächstes. Aber ich bin gleich soweit. Ja, ich bin eine Sekunde stumm. Einen Moment, bis gleich. Das ist kein Problem, kein Problem. So, gleich haben wir die nächste Zeit erreicht, Leute. Gucken wir mal, was wir da alles bauen können. Irgendwo hinten. Ah ja, weil der hat den Löwen erlegt. Ah, super, super. Jetzt brauchen wir erstmal einen Marktplatz. Ne? Einen Marktplatz. Den bauen wir einfach straight hier hinter. Komm zu 7 Grind ran, dann funktioniert das. Sollen sie kurz ranlotzen. Naja. Das nenne ich Fortschritt. Den könnte ich auch mal weiter nach links versetzen Richtung Wald. Die müssen gerade wieder ein bisschen weit laufen. Aber Holz geht eigentlich. Holz geht eigentlich. So, liebe Jungs. Ah, hier geht's nicht wegen dem Wasser. Na gut, ein paar Hammer. Steht ihr so unbeschäftigt darum? Fleißig bauen, Leute, fleißig bauen.
Dann wird es mit der Nahrung auch gut vorangehen. Jetzt haben wir ja gut was am Bau dürfen. Schon mal gucken. So, alle Bauernhöfe sind besetzt. Wo sind meine 5, die nichts tun? Alle mal hier vor, bitte. Hallo, Mars. Da hinten der eine. Der läuft jetzt einfach hier runter mal. Der ist jetzt immer Kunden da, ne? Das ist unser kleiner Kundschafter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bauern und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, Felder automatisch bepflanzen und Beobachtungstürme erforschen. Hey, dann können wir die auch gleich bauen. Dann geht zwei von euch gleich mal an den Steinbruch. Einer ans Gold. Und dann gehört hier noch eine Lagerprobe her, ne? Hier wäre vielleicht eine Mauer angebracht. Eventuell die Lagerrube mal abreißen. Aber dafür erst eine neue bauen, ne? Wo ist er denn? Bau mal ein paar Häuschen. So. Machen wir hier in Lagernähe gleich mal einen Wachturm. Ich habe keine Unbeschäftigten mehr, aber ich könnte mal wieder welche ausbilden. Oh, 5 Leute nochmal. So, dann fördern wir die Holzverarbeitung. Den Steinabbau. Geht denn da das Bauern nicht ab? Ich bin gar nicht so schlecht. Ich schau mal schon bei ihm vorbei. Er hat schon 2 Bauernhöfe. Ich hänge immer noch auf meinem einen Bauernhof rum. Wo ist er denn? So, du hast also nichts zu tun, ne? Dann baust du jetzt hier einfach mal ganz strikt, wie wir sind, einen Wachturm. Okay, wir haben wieder einen Unbeschäftigten, der... 3, 4, 5, 6. Okay, die Bauern sind alle noch da. Der baut uns jetzt auch nochmal einen zweiten Kornspeicher. Jetzt mangelt es uns an Holz. Dann baust du erstmal weiter unten eine Lagergrube. Ah, es mangelt uns an Holz. Ja, was soll man sagen? Bauernhof, die... Gut. Brauchen wir noch eine zweite Holzverarbeitung oder gerade nicht? Der Wald ist. Wir leben gerade von diesem Wald da unten. So, ja, bauen wir mal hier noch eine Lagergrube und reißen die mal ab. Sobald die andere halt erstmal fertig ist. Hier haben wir nochmal 2 Unbeschäftigte. Also ihr, meine lieben Freunde. Ihr helft mal beim Holzhacken. Wir brauchen mehr Holz. Das kann so nicht vorangehen. 5 Unbeschäftigte. Wo? Hack Holz! Gut, das sind meine 3. Können uns auch einfach mal noch mal einen zum Goldabbau auf jeden Fall schicken, damit wir das so ein bisschen passiv nebenher gewinnen. Jetzt bei ihm voran 2 Bauernhöfe, viele Häuser. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen rüber gucken. Ah, noch ein Bauernhof wäre auch nicht schlecht, ne? Aber könnt ihr jetzt erbauen? Kornspeicher, wo ist er? Hier, baut mir mal hier oben noch einen Kornspeicher hin, oder? Ja, hier oben am besten. Und danach im Anschluss. Komm, Armeegebäude. Gleich im Anschluss Armeegebäude. Und jetzt geht's voran, denn die Lagergruppe.
Nur mal kurz Mikrofon in Discord gemutet, wieder entmutet, perfekt. Geht doch gar nicht mal so schlecht voran. Ich muss nochmal rüber schauen. Okay, so sieht's da aus. Stein baut er gut ab, fleißig. Er hat schon angefangen, sich ein bisschen Armee zu bauen. Soweit sind wir leider noch nicht. Ich habe nur 4 Soldaten. Du hast nur 4 Soldaten. Ja, ich sag ja, ein bisschen Armee. Ich habe gar nichts an Armee. Ja, der Gegner ist schon in der dritten Zeit, also wir müssen uns beeilen. Ich sehe schon. Ich bin gerade ein bisschen am Hasseln. Ich könnte auch in die dritte Zeit gehen. Wäre sinnvoll. So schnell wie möglich in den nächsten Zeiten. Ah, ich brauche noch mehr Gebäude, scheiße. So ging es mir gerade auch. Ich habe noch keinen Stall und keinen Bogenschießstand. So, das ist sowohl der Stall als auch der Bogenstand kommen jetzt hier oben hin. Komm, Bord geteilt, Bord getrennt. Ich muss vor allem jetzt erstmal hier erkunden. Weiter geht's in die nächste Zeit. Man merkt schon, das ist ein anderer Druck, wenn man gegen schwierige Gegner spielt. Als gegen leichte. Ja, dann hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeitdruck mit dabei. Oh ja, nicht nur ein bisschen. Gut, was mehr an Zeitdruck, ne? Ja, also die Gegner werden bald schon mit einer Armee kommen. Du musst auch Truppen bauen, dringend. Das wäre, glaube ich, gut. Aber ich bin noch gar nicht. Oh, ich bin noch gar nicht bereit für den Angriff. Ja, dadurch, dass der schon in der nächsten Zeit ist, ist er bereit. Was habe ich da jetzt? Ach so. Ich verstehe. Ich trade auch meine Zeit ab. Ah, je. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich hatte da einen Bewohner rumstehen und ich wusste nicht wieso. Nur der, wo meine Sachen gebaut hat. Ich habe einen, der nicht beschäftigt ist, den nehme ich mir gleich raus. Komm, bauen wir nochmal einen Bauerhof. Also so wie das aussieht, haben wir Inseln. Gut, also es ist am besten den Hafen auszubauen, ne? Ja, Schiffe. Viele Schiffe. Auch gegen den Gegner dann Schiffe abbauen. Dann müssen wir auf den Korn speichern. Upgraden kann ich da noch nichts. Ich muss erst in die nächste Zeit, sonst wird es ja ein bisschen kritisch. Du gehst nochmal zum Goldabbau, weil Gold brauchen wir nachher viel. Oh, okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung. Wir haben Inseln, dann sind schwere Gegner besser zu handeln. Beides besser zu handeln. Das ist eine gute Nachricht. Du kannst auch mal ein Erkundungsschiff bauen und mal um deine Insel herumfahren. Dann kann man es ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil hätten wir eine große Insel, dann wäre das Problem, ja, dass wir dass der Gegner schon Truppen geschickt hätte. Ist gut, dass wir verschiedene Inseln haben, ne? Tatsächlich, sonst hätten wir ein Riesenproblem. Gut, mein Holz geht voran. Es geht halt so langsam voran. Ich weiß nicht, mache ich was falsch? Nee, bei mir ist auch Holz auch so richtig, keine Ahnung, richtig, richtig langsam. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss irgendwas. Es dauert noch ein bisschen bis zur nächsten Zeit. Ich brauche einen von den Hanselmännchen, die müssen wir noch mal ein paar Häuser bauen. Brauche ich auch. Mehr Häuser, mehr Holz. Ich habe aber einige am Holz. Mit dem Holz ist es auch ein bisschen madig. Ja, ich habe 12 Leute im Holz. Woran das liegt, keine Ahnung. So, mein Erkundungsschiff steigt mal in den See. Holz. So, Holz haben wir. Forschungen wären gut. Ich muss mal kurz in Technologiebaum gucken, was ich für Truppen habe. Ich habe vor allem
Bogenschützen, Berittene. Ich habe auch Centurios. Oh, ich habe... Oh, das ist perfekt. Ich habe für diese Karte eine gute Nation. Weil ich habe sehr gute Schiffe. Oh, das ist schön. Das ist schön. So, ich baue mir gleich mal einen Waffenschmied dazu. Ich muss jetzt auch die Gebäude bauen. Ich habe das Holz nicht. Bei mir ist Holz auch so semi, aber mein Wald wird halt auch immer kleiner, ne? Ja, du hast ja auch mehrere. Du kannst ja mal deine ganze Insel einfach erkunden währenddessen. Das habe ich auch gemacht. Und man hat ja ein bisschen Spielraum manchmal. Kann man einfach erkunden gehen. Ja, schon. Schade ja nicht, wenn da einer rumläuft und sich ein bisschen umschaut. Nö, das habe ich auch gemacht. Ich habe einen Axtkämpfer genommen und der durfte erkunden. So, soweit so gut. Okay, da geht's schon rüber zur nächsten Insel. Er läuft mal hier unten ein bisschen rum. Ich habe auch die nächste Insel gefunden. So, ich lasse mein Erkundungsschiff einfach mal Richtung Mitte segeln, ne? Ja, wir können ja mal einfach alles erkunden, was es gibt. Und dann kann man insgesamt weiter gucken. Ja, waldtechnisch sieht es bei mir ein bisschen mager aus, wenn der weg ist. Das ist nicht sehr gut. Echt? Ja, wahrscheinlich da, wo noch schwarz ist, da kann ziemlich viel noch sein. Ja. Also ich habe blau auf jeden Fall gefunden. Oh, da ist schon die Kriegsgaläre. Blau hat schon eine Kriegsgaläre? Nee, du. Ah, ja, ich habe schon eine Kriegsgaläre. Wo ist sie denn? In der Mitte. Bei blau. Ah, ja, hier ist meine Kriegsgaläre. Ich greife auch schön blau seinen Hafen damit an. Ah, würde ich nicht. Wenn du nur eins hast, dann ist das riskant. Gut, ich ziehe meine Kriegsgaläre mal wieder zurück zu mir an meinen sicheren Hafen. Oh, mehr Holz, Leute, was ist das hier? Ja, so geht's mir auch. So in etwa. Ich habe 13 Leute am Holz. Ich habe 8 Leute am Holz, aber ich mir geht langsam das Holz aus und meine Insel ist, glaube ich, hier bald schon wieder zu Ende. Ne, rechts da oben hast du ja noch Platz. Hier oben ist noch ein Wald. Da, wo mein Schiff gerade ist, das ist doch noch deine Insel. Ah, wie cool. Gut, es gibt aber dann quasi einen Außenposten. Oh ja. Ich kann eigentlich mal meine Schiffe. Keine nächste Zeit, glaube ich. Ich bin schon auf dem Weg in die nächste. Ah, mir fehlt sein Gold, scheiße. Ich habe nur 500. Ich könnte generell mal meine Produktion an Leuten hochdrehen wieder ein bisschen. Hier drüben Holz. Gut, hier ist eigentlich gut was an Wald hier oben. Dann bauen wir hier einfach auch mal eine Lagergrube schon mal hin, ne? Ja. Dazu selbstverständlich ein Turm. Oh, hier ist ein Krokodil. Attacke! Töte es! Jetzt bauen wir erstmal die Lagergrube.
bräuchte mehr bessere Schiffe. Brauche ich auch mehr Holz. Ja, das Holz ist eine rare Sache hier. Oh ja. Ich habe so ein paar Sachen, die ich brauche, dringend. Ich stelle mir gleich mal verbesserte Bogen her, weil ich glaube, Bögen sind gar nicht so verkehrt bei so einer Insel. Da kannst du auch Schiffe weghauen damit. Das ist halt das Gute. Oh, was sagt er? Bis jetzt nur Steinwerfer. Wer, du? Ja, hier, meine Waffenschmiede kann bis jetzt nur Steinwerfer. Na, Waffenschmiede habe ich noch nicht mal. Dann brauchen wir ein paar normale Leute wieder und ein paar Häuser. Ja, ich muss gerade gucken, dass ich Holz bekomme. Oh, ich werde angegriffen. Ja, ich habe bald genug Gold, um endlich die Stufe hochzugehen. Ja, du hast doch Schiffe, oder? Oh Gott. Ich werde angegriffen. Wir haben ein Schiff weit an deiner Insel. Wo ist ein Schiff? Bei deiner Insel kann ich das hier. Nee. Malermodus. Ich kann nicht pingen. Das regt mich auf ein bisschen. Warte mal, ich muss auch ein Schiff herstellen, aber mir fehlt's auch noch an Holz. Mir fehlt's auch dermaßen an Holz. So, da kann hier oben noch Holz abbauen. Schick, ich hab mal meine drei Schiffe, die ich bisher hab, in die Richtung. Ich habe nichts außer diese drei Schiffe bisher. Ja, endlich, ich kann in der Zeit voranschreiten, oder? Nein, mir fehlen noch Bronzezeitgebäude, zwei Stück. Ja, dann gib mir noch mal ein paar Arbeiter. So, Schiff kaputt. Ich brauche mehr Truppen. Wenn nicht, dass der Gegner sich denkt, so, ja, ich komme hier jetzt mit einer Armee. Ich habe keine. Nicht so toll. Nee, überhaupt nicht. So, hier baut er mal ein Regierungsgebäude, den brauche ich noch. Einen Tempel brauche ich noch, ne? Mhm. Was ist das denn noch, was ich noch brauche? Akademie habe ich eine? Ne, ich habe keine Akademie. Brauche mal eine Waffenschmiede. Ich mache hier jetzt erstmal einen Speicher hin. Irgendwo werde ich angegriffen. Da oben. Da greift meine Schiffe an. Gut, mal, ich sehe gerade, das wäre das Folgenende bei mir zumindest. Ja, 33 Minuten. Bei mir tatsächlich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.